Hallo Gemeinde, mein Name ist Pfarrer Wahlmeier. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Egal wo, egal zu welcher Uhrzeit. Einfach klasse, dass du dir jetzt Zeit nimmst, wo du mit und für Gott hast. Die letzten Tage hat es ja geregnet wie verrückt. Es ist echt eine Menge runtergekommen. Das ist gut so. Ja, und in solchen Zeiten, da braucht man ja auch immer wieder mal Schirmchen. Und ich habe mir gedacht, wir gucken heute mal zusammen drauf, was wir von Regenschirmen oder irgendwelchen sonstigen Schirmen über Gott lernen können. Ich habe hier zum Beispiel hier mein allererstes Exemplar. Ihr wisst, was das ist. Das ist ein kleines Eisschirmchen. Und die Dinger werden ja normalerweise dazu verwendet, dass man sie irgendwie auf einen hübschen Eisbecher pop obendrauf als eine kleine Garnierung draufsetzt. Manchmal habe ich den Eindruck, dass Leute ganz genau diesen Eindruck von Gott haben. Gott als, ja, ein bisschen so was zum Garnieren für die Feste meines Lebens, Taufe, Konfirmation, Hochzeit. Ja, ein bisschen Gott kann da nicht schaden, aber ansonsten, ja, ist eigentlich gut, wenn er mich in Ruhe lässt. Das ist die eine Möglichkeit, aber man kann Gott ja auch ganz anders sehen. Das hier ist ein tolles Exemplar von Schirm und ich hoffe, er funktioniert. Na, ja, er funktioniert, ja. Schaut euch das mal an. Dieser Schirm hier ist ein Kinderschirm. Und ich glaube, auch so sprechen manche Leute von Gott, dass sie sagen, ja, also damals, die Oma, die hat auch noch gebetet. Ach ja, und ansonsten ja. Also man verbannt Gott so ein bisschen in die Zeit von den Märchen, die man als Kind noch hörte, die man damals auch geglaubt hat. Man denkt an Rübezahl, an die sieben Geißlein oder sonst was. Und da packen wir dann Gott rein als eine nette, vielleicht auch ein bisschen sentimentale Erinnerung an unsere Kindheit. Aber auch so ist Gott nicht. Ich hätte noch eine andere Möglichkeit. Und da wäre, das hier. Das ist auch eine spannende Sache. Auch das weiß jeder, was es ist. Das sind Knirps. Und auch so wird Gott manchmal gesehen, dass man sagt, ey, ja, also eigentlich ist mir Gott wurscht. Aber ich habe ihn immer schön einstecken und dann in dem Moment, wo ich ihn brauche, yeah, komme ich. Und dann hole ich meinen Taschengott raus. Also so quasi Gott als Notnagel. Vielleicht so auch in dem Punkto von irgendwelchen Stoßgebeten oder sowas. Aber Gott ist auch so nicht. Weil ich glaube, Gott ist so viel mehr, als dass wir ihn nur punktuell in unserem Leben brauchen und auch nur punktuell rausholen. Und dann gibt es noch was sehr Spannendes. Ich hätte das da noch im Angebot. Jetzt bitte ich euch, dass ihr nicht erschreckt und dass ihr auch nicht irgendwelche bösen Dinge über mich denkt. Ich habe hier einen Schirm. Oh, Moment, Achtung. Ich habe hier ein Modell, das, man würde sagen, nicht mehr so alltagstauglich ist und auch nicht mehr so wahnsinnig funktioniert. Aber es gibt ja auch Leute, die ganz genau so von Gott denken. Die sagen, naja, also, ja Gott, den gibt's schon. Aber der funktioniert nicht mehr. Was soll denn das? Gott, ich brauche ihn nicht, weil er nicht mehr funktioniert. Aber auch das, glaube ich, ist komplett anders, wie wir Gott sehen sollten. Weil Gott ist nun mal viel größer, viel mehr, als wir mit unserem Verstand überhaupt auch aufnehmen können. Und dementsprechend, ja, solltet ihr mal schauen, wie Gott tatsächlich ist. Weil, ich weiß nicht, ob ihr es schon bemerkt habt, die gesamte Zeit war hier noch was ganz, ganz anderes um mich. Etwas so viel Größeres. Die ganze Zeit über war dieser große Schirm über mir. Und dieser Schirm, der hat mich behütet. Er war über mir. Während des Regens hat er mich beschirmt. Und genau das glaube ich tief und fest. Auch wenn wir Gott oft nicht sehen. Wenn wir ihn ganz oft nicht spüren, Gott ist da. Es gibt einen Psalm in der Bibel, da heißt es, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Burg, meine Zuversicht, mein Gott, auf den ich traue. Und ich glaube, das ist es. Gott als so eine Burg, als etwas, wo ich mich hinflüchten kann in den Momenten,
wo ich Zuflucht brauche. Gott als jemand, der mich beschirmt, Tag für Tag, egal wie es mir geht, egal ob ich ihn spüre, aber er ist da. Und dementsprechend wünsche ich dir, dass du das auch erleben darfst. Einen Gott, der dich beschirmt. In den Zeiten, wo es ganz schön wild ist, in den Zeiten, wo es da drin wehtut, aber auch in den Zeiten, wo wir einfach nur dankbar sind und wir das Leben traumhaft schön finden. Und hey, das ist es eigentlich, wo wir alle drauf hinfiebern. Dass wir wieder zu dem Punkt kommen und sagen, ist das Leben nicht absolut genial? Ist es nicht wunderschön? Es lohnt sich zu leben. Und dann leben wir dieses Leben doch bitte mit Gott. Er passt auf uns auf. Er umgibt uns wie ein Schirm, auch wenn wir ihn nicht sehen können. Und so wünsche ich dir jetzt alles Gute. Bleib behütet. Ich freue mich, wenn wir uns ganz doll bald wiedersehen. Alles Gute, dein Pfarrer Wahlmeier.